Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute habe ich Informationen, die nicht ausschließlich um Season 8 sich drehen. Das erste und das zweite, einmal Map-Auswahl und einmal Level-Gap-Anhebung. Habe ich bei Walter Gutton was richtig Interessantes gefunden, da hat er was von Jason McCourt gepostet, warum wir aktuell noch immer nicht die Möglichkeit haben, die Map meiner Wahl oder eurer Wahl auszusuchen und dass wir immer an diese Map-Rotation gebunden sind. Hier hat sich Jason mal kurz zu Wort gemeldet und hat das so ein bisschen begründet und hier beschreibt er irgendwo die Angst, dass es eine Map XY gibt, die vielleicht nicht sehr beliebt ist und deswegen hinten runterfällt und nicht gezockt wird, und er sieht die Gefahr, dass wenn nur eine Map dauerhaft gezockt wird, weil die Community die am meisten feiert, dass dann Leute eventuell zu lange in einer Warteschlange stehen, dann keinen Bock mehr haben zu warten und dann das Spiel verlassen und einfach nicht mehr zocken wollen. Das ist, sorry, wenn ich das mal so ehrlich sage, die hirnverbrannteste Begründung, warum wir uns die Map nicht auswählen können. Die Map-Rotation ist doch da. Ich zocke doch jetzt anderthalb Stunden nicht nur, weil gerade eine Map aktiv ist, auf die ich keinen Bock habe. Was ist das für ein Käse? Deswegen habe ich doch nicht mehr oder weniger Spieler in der Warteschlange. Also das finde ich wirklich ein ziemlicher Humbug, wenn er das wirklich so meint, wie man es hier rauslesen kann. Aber im letzten Satz, und das finde ich sehr, sehr interessant, sagt er, ihr kennt uns, wir experimentieren gerne und dieser ganze Text soll nicht heißen, dass das nicht irgendwann kommt. Also die Hoffnung besteht, und hier hatte Walter Gutton auch was dazu gesagt und meinte, es könnte vielleicht sein, dass das mal in dem Limited-Time-Modus implementiert wird für ein, zwei Wochen. Dann kann sich Respawn die Zahlen angucken und schauen, ist das doch nicht so dramatisch, wenn man sich die Map aussuchen kann, oder ist es eben scheiße. Erinnert euch an den Solo-Modus, der ist bis heute nicht fest ins Spiel implementiert worden, weil Respawn stark behauptet, dass es das Spiel negativ beeinflusst, was ich bis heute ebenfalls totalen Schwachsinn finde. Auch das Evo-Shield ist der beste Beweis. Es wurde getestet und die Testphase war so gut, dass es gleich nach dem Event implementiert wurde und alles war schön. Also die Hoffnung besteht, dass wir uns endlich eine Map aussuchen können. Das wird zwar nicht in Season 8 soweit sein oder wahrscheinlich auch nicht in Season 9, aber ich könnte mir vorstellen, in naher Zukunft könnte das passieren. Ein weiteres Ding, gegen was sich Jason McCourt ausgesprochen hat, ist einfach nur die stupide Level-Gap-Grenzen-Anhebung, quasi von Level 500 auf 1000 oder 700 oder weiß der Geier was. Die Idee selber findet er nicht so geil, aber sie haben Ideen, wie wir es den Leuten schmackhaft machen könnten, die die Grenze schon erreicht haben, um einfach noch ein bisschen mehr zu grinden. Ich selber kann es verstehen, wenn man die Grenze erreicht hat, man möchte ja auf irgendwas leveln, schwitzen, zocken, damit man wieder irgendeinen Erfolg für sich verbuchen kann. Das kann ich verstehen, auch wenn ich mir dafür nichts kaufen kann, wenn jetzt statt Level 500 da Level 1000 steht. Und hier hatte Walter Gutton eine richtig geile Idee, die ich auch sehr feiern würde, aus dem Call of Duty Universum, dass du zum Beispiel so eine Art Prestige-Modus aktivieren kannst und dann vielleicht irgendwelche Sonderskins kriegst oder irgendwas. Oder auch die Möglichkeit, wie bei COD, du kannst die Waffen grinden mit bestimmten Challenges, dann kannst du die auf eine bestimmte Tarnung spielen, dass du bestimmte Challenges so meisterst, dass du dann eine Goldtarnung hast. Und wenn du dann alle MP-Klassen zum Beispiel auf Gold hast, bekommst du nochmal eine Sonderdiamant-Tarnung oder Dark Matter und so weiter. Wer sich in COD auskennt, der weiß ganz genau, was ich meine. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr geil finden würde. Und würde wahrscheinlich den Spielern es auch mal schmackhaft machen, einfach mal eine Mosambik oder eine Eva 8 oder sonst was für eine unbeliebte Waffe nicht liegen lassen, sondern sich selber zu fordern und die Waffe zu meistern. Also ich würde, oder beziehungsweise mich würde es anspornen. Das ist definitiv Fakt. Jetzt kommen wir zum Switch-Release. Da gab es eine asiatische YouTube-Seite. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches der Länder. Dort konnte man schon offiziell in Anführungszeichen den 1. Februar als Release sehen. Ich glaube aber, dass das jetzt aus diesem asiatischen Bereich auf der YouTube-Seite rausgeflogen ist. Es soll ein Trailer am 1. Februar kommen, der den Release ankündigt. Und spätestens am 2. Februar, wenn dann der Release von Season 8 ist, soll dann die Switch endlich das mega geile Game Apex Legends auch erhalten. Finde ich sehr, sehr cool. Dann habe ich noch ein Gerücht, das habe ich auf Twitter gefunden. Ist schon ein paar Wochen her. Ich habe völlig verrafft, mir das mal auszuschneiden. Ich finde den Post leider nicht mehr. Ist keine offizielle Quelle. Ich habe es einfach nur durch Zufall entdeckt. Aber es klingt sehr plausibel, würde ich aber wieder mal mega scheiße finden. In Verbindung so ein bisschen mit der Map-Rotation. Es könnte sein, dass zum Start von Season 8 wieder eine der drei Maps aus der Rotation fliegt. Das hatten wir jetzt schon oft genug. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Ich gehe dann mal davon aus, dass wahrscheinlich der World's Edge rausfliegt, obwohl ich eher hoffe, dass Olympus rausfliegt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber das kann nur für 6 Wochen der Fall sein. Kings Canyon kommt ja mit einem Mega-Makeover zurück
Und Respawn hat sich vor einigen Monaten ganz klar gegen den Kings Canyon für den Ranked-Modus ausgesprochen. Da wir jetzt in Season 8 zum Start... oh Gott, auf welcher Map spielen wir eigentlich in Season 8 Ranked? Ich spiele so selten Ranked, dass ich es gerade gar nicht weiß. Ich glaube, wir werden wieder auf Olympus spielen. Egal. Es ist ja gerade scheißegal, welche Map gerade im Ranked aktiv ist. Jedenfalls hat sich Respawn gegen den Kings Canyon als Ranked-Map ausgesprochen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die gesamte Season alle drei Maps komplett rausfliegen, sondern nach 6 Wochen, wenn dann der Split 2 ist, wird die eine Map, die dann gerade nicht aktiv ist, wieder zurück ins Spiel kommen. Ich jedenfalls finde das nicht geil, wenn jedes Mal in einer Season eine Map rausfliegt. Ach so, übrigens, in diesem Post stand auch eine Begründung. Wenn das wirklich die Begründung dafür ist, dass jedes Mal eine Map rausfliegt, weil drei Maps ja offensichtlich zu viel sind, dann fasse ich mir wirklich an den Kopf und es ist ein Arschtritt für die riesen Apex-Community mit über 70 Millionen Spielern. Das wurde vor einem halben Jahr, glaube ich, mal gepostet, dass Apex schon über 70 Millionen Spieler hat. Und zwar war die Begründung, wenn die wirklich offiziell ist, halt die Fresse. Und zwar macht das Spielern, die Apex neu für sich entdecken und Anfänger sind, es zu schwer, sich in dem Spiel zurechtzufinden. Zieht euch diese Begründung rein, wenn die wahr ist. Es tut mir leid, dass ich diese Quelle nicht mehr habe. Ich habe so verbockt, mir das mal auszuschneiden. Normalerweise blende ich viele Quellen auf Twitter auch mal ein, wie zum Beispiel Dexto heißt, glaube ich, die Seite auf Twitter, die immer sehr interessante aktuelle News hat. Das habe ich sowas von verhaftet, aber es klingt einfach nach Respawn. Tut mir leid, das muss ich einfach mal so sagen. Und nicht vergessen, heute, wenn ihr tagesaktuell das Video seht, um 17 Uhr ist der Launch-Trailer zu Season 8. Der geht 2 Minuten 33. Ich werde wie immer diesen Trailer für euch live streamen. Heute teste ich mal, wie das auf Twitch ankommt. Den letzten Trailer jetzt habe ich auf YouTube gestreamt. Ich zocke wieder so ein Stündchen, so gegen 16 Uhr versuche ich spätestens online auf Twitch zu sein. Ich hoffe, da schaltet ihr ein. Dann gibt es 17 Uhr die Trailer-Premiere. Dann gehen wir das nochmal kurz durch und dann wird es wahrscheinlich wieder ein extra Video geben. Schauen wir mal, ob ich dann noch ein bisschen länger online bleibe, bevor ich mich an das YouTube-Video setze. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich bin in den Kommentaren auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem ganzen Spaß was ihr dazu zu sagen habt, Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nicht verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.